Ja, ich bin Raphael und lebe seit 31 Jahren hier auf der wunderbaren, schönen Erde und setze mich durch meinen Geldstreik, den ich jetzt seit 2010 gelebt habe oder lebe, gegen die Verschwendung, gegen den Überfluss und für mehr Achtsamkeit und Bewusstsein ein, wie wir alle auch unsere Verantwortung für die Situation der Erde tragen und was wir tun können, um nachhaltiger, friedlicher zu leben. Ja, also seitdem ich vor 5 Jahren angefangen habe, mich hier geldfrei auf der Erde zu verhalten, ist mir zum einen bewusst geworden, wie schön es ist, anderen Menschen eine Freude zu machen, ohne irgendetwas dafür zu verlangen, zu erwarten. Und das habe ich eigentlich vor allem gelernt durch die Menschen, die uns geholfen haben, ganz bedingungslos. Und gerade bei den fast 1,5 Jahren, die ich durch die Welt gereist bin, ohne Geld, war das wie so ein, weiß nicht, wie so ein Regen von Menschlichkeit, durch den wir gehen durften. Also ein ganz schönes, warmes Gefühl, getragen zu sein. Auch von Menschen, die einem überhaupt nicht kennen, aber trotzdem einfach helfen, weil es etwas Schönes ist, uns gegenseitig zu unterstützen. Und das hat mir ja auch sehr viel Mut und Kraft gegeben, mich danach auch zusammen mit meiner liebsten Frau uns ganz eben auch der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und zu gucken, wie können wir dem gesellschaftlichen Wandel dienen, was können wir beitragen, wie können wir für uns unseren ökologischen Fußabdruck stärker reduzieren. Und Lebensmittel, ja, die haben wir anfänglich aus der Tonne gerettet und dann habe ich ja zusammen mit anderen diese Foodsharing-Bewegung gestartet, um das auch anderen Menschen zu ermöglichen, die Lebensmittel auf legale Art und Weise vor der Tonne in Kooperation mit Betrieben zu retten. Wo mittlerweile schon über 1000 Betriebe in legalen Kooperationen mit tausenden Foodsavern zusammenarbeiten mit Foodsharing, sodass eben schon 1 Million Kilo Lebensmittel vor der Tonne bewahrt wurden. Aber alles beginnt erstmal überhaupt mit dem Bewusstsein. Also bevor ich nicht auch mich mit der Realität auseinandersetze, in welcher Welt lebe ich, was hat das irgendwie mit mir zu tun, bevor ich da nicht irgendwie wirklich auch dieser grausamen Realität in die Augen schaue, ist es, glaube ich, schwer, den Wandel bei sich selbst ja, dann in das Leben zu integrieren. Ich glaube, Wandel ist etwas, was stetig passiert und Wandel bedeutet für mich auch Evolution, dass wir natürlich alle unsere persönliche Entwicklung haben, unseren persönlichen Wandel, den wir durchleben, aber auch, dass wir natürlich ja eben Teil sind eben von der Menschheit und dass wir uns gegenseitig auch animieren, motivieren, inspirieren, unseren Wandel, den wir in der Welt sehen wollen, zu leben. Sprich, meinen Geldstreik, den habe ich mir irgendwie nicht erfunden oder so, sondern ich wurde inspiriert durch andere Menschen, die mir geholfen haben, vielleicht auch einen Horizont zu erweitern, neue Wege zu sehen und dann konnte ich sie gehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt in Zeiten des Wandels, den die Welt jetzt besonders braucht, auch verstärkt wahrnehmen können. Also sprich, dass wir Menschen uns vernetzen, dass wir eben gute Ideen, Best Practice, also ja, Art und Weisen, wie wir wirklich mit den Problemen in der Welt umgehen können, dass wir uns da verbinden. Also ich sehe uns als Organismus auch und umso mehr Gutes ich anderen Menschen tue, sei es durch ein Lächeln, sei es durch eine schöne Tat, Gedanken, die ich schenke, tue ich mir selber ja auch etwas Gutes. Eutopia ist ein Traum von vielen lieben Menschen, die gemeinsam versuchen wollen, einen ja, neuen Lebenswirkungsraum zu ermöglichen, wo wir uns eben bedingungslos einbringen können, wo wir uns möglichst geldfrei miteinander verhalten können, also sprich ohne Tausch, ohne irgendwelchen Verkauf von Dingen, sondern einfach durch das ja, Einbringen von seinen Fähigkeiten oder Talenten oder auch Ressourcen, die man hat, an einem gemeinsamen Ort zu finden, um im Einklang mit der Natur zu leben und eben auch vieles über den Haufen wirft, was man vielleicht mitbekommen hat als Werte, aber sich vielleicht ja, neuere, schönere, ganzheitlichere Werte auch versucht, ja, sich zu nehmen oder zu ermöglichen, zu zeigen, nicht nur wie ist nachhaltiges Leben, wie wir es jetzt leben in der Stadt möglich mit einem geringen Fußabdruck, sondern wie können wir das auch schaffen, in der Natur mehr ja, zu leben. Und zwar nicht nur für uns, sondern es soll ein Ort sein, wo wir quasi das Experiment Nachhaltigkeit leben auf möglichst vielen Ebenen den Menschen zugänglich machen wollen. Also sprich durch Workshops, durch Seminare, die Leute vor Ort anbieten, die da leben, aber auch durch Festivals und andere Aktivitäten, wo Leute von außerhalb kommen können, ihre Projekte, ihre Ideen, Erfindungen für ein Leben im Einklang mit der Natur vorstellen können. Und wo Menschen eben einen praktischen Zugang finden, wie sieht es eigentlich aus, wieder sich mit dem Boden zu beschäftigen und Rahmen schaffen, wo das in Eutopia funktioniert, aber auch in Zukunft dann an anderen Orten, also quasi so, wie wir es mit den Lebensmitteln gemacht haben, zu zeigen, nicht nur, wie können wir welche retten für uns, sondern wie ist das möglich in allen Städten und Orten, ja, ein bisschen mehr uns so zu verhalten, wie wir es eigentlich wollen, nämlich in einem schönen Mit- und Füreinander. Und das ist Eutopia. Das heißt, Scheißtechnik, diese Wegwerfgesellschaftstechnik. Ja. Aber so läuft's Business halt, wenn die Sachen kaputt gehen und man neue braucht.